Herzlich willkommen Hallo! Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer, jetzt wollte ich sagen, der EP Legendsy Challenge, aber es ist ja gar nicht. Sims, weißt du. Ja, es ist ein anderes Sims mit ganz schlechter Grafik. Also, es ist keine schlechte Grafik, es ist eine Pixel-Grafik. Aber nicht schlecht. Das war noch frech, weißt du? Ich tue gleich alle. Also, es freut mich es freut uns mitteilen. Ach, ich bin verwirrt, Andreas. Du musst erst die Worte lernen. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Okay, die freuen sich mit uns. Hat das jetzt Auswirkungen für uns? Stimmt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich Drogen geschickt. Na, vielleicht kriegen wir irgendeine Belohnung danach. So, das Holz kommt hier rein. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ist doch alles beschriftet. So, Steine kommen schon noch hier oben hin. Ja, ne? Aber alles andere, sowas wie Geoden, Kupfer und so weiter, kommt unten rein. Ich habe dir den Magnetring übrigens hier oben hingelegt. Oh, danke, du bist so ein netter Mensch. Aha. Das hat sich vorhin aber noch anders angehört. Nein, ich habe dich sehr, sehr gern und... ja, du bist echt ein sehr zuvorkommender Mensch. Ja, pass auf, dass das deine Schleimspur nicht ausrutscht. Ich glaube, ich sollte mir den Ring schnell holen. Hast du jetzt schon Sprengler gebaut für nächstes? Ja, ich bin gerade dabei. Ich muss jetzt sofort in die Mine, um noch mehr Gold beizuschaffen. Ach, falsch ist. Ein Ring! Ein Ring! Also der Quarzring, Quarzring. Oh. Ich werde ein Stahlkurzschwert später verkaufen, da ist so ein Waldschwert drin, das ist besser. Ja, mach einfach. Ja. Du schaffst das schon. Ich gieß einfach mal. Die werden dann... Oh, da sind noch Kartoffeln, die habe ich ganz übersehen. So. Soll ich währenddessen ein paar Kupferbahnen in Auftrag geben oder irgendwelche anderen Bahnen? Ich weiß nicht, wie viele Eisenbahnen haben wir, wenn die fertig sind. Du hast nur einen reingegeben übrigens. Was? Ja, ich hatte nur Gold. Also, Eisenbahn haben wir gerade 11. Also, wenn das noch ein Eisenbahn ist, dann sind das jetzt dann 12. Nein, das Gold. Ah, okay. Soll ich noch eine Eisenbahn reinhauen? Wichtig wäre, dass... wie viel Quarz haben wir? Quarz? 41. Und ich kann heute und morgen auch nichts mit dem Ding stinken. Ja, das ist mir egal. 41, dann kannst du mal so... 9 Stück noch verfeinern oder 10. Gebe ich die einfach nur in dieses... Mit Kohle. Wo gebe ich die rein? Einfach in den Brennofen. Oh, warte. Die Gießkanne gehört gleich aufgefüllt, damit wir weiter gießen können. Ich hoffe ja immer noch, dass die morgen nochmal Erdbeeren haben. Aber ich glaube fast... Die Erdbeersaison ist vorbei. Nee, die hab ich auch 2 Tage lang gar nicht gegossen, weil das keinen Sinn mehr hat. Ich habe die gestern und vorgestern gegossen. Okay. Dass wir gerade so im Prinzip zweimal Erdbeeren gekriegt haben, war ja schon das Glück in dem Sinn. Ich glaube nicht, dass es da noch ein drittes Mal. Dafür hätten wir diesen super schnellen Dünger gebraucht, aber den können wir noch gar nicht bauen. Nö, brauchen wir auch nicht. Wir haben zwar welche Geschwindwachs in der Kiste, aber... Ja, das ist der langsame. Ach so, okay. Die Kartoffeln können oben rein und ich habe ja gesagt, wir brauchen 400 Holz. Wie viel haben wir denn derzeit? 200, okay. Ah ja, und ich habe auch noch was gesagt, ich kann mich jetzt wieder dran erinnern. Diese Farm hat schon ein paar Plätze, die für gewisse Dinge vorbestimmt sind. Oh, ich habe gerade gehört, ich glaube, das Ding ist fertig. Ja. Können wir nochmal schnell 2 Quarz in Auftrag geben. So. Diese Farm hat vorgefertigte Plätze, wo zum Beispiel besonders hübsch... Warte, das ist jetzt kein gutes Deutsch gewesen, aber die besonders dafür geeignet sind oder vorgesehen sind, dafür, dass man dann eben die Stelle hinbaut. Und das da ist so etwas, weil... Also ihr seht ja da diese Hecke und da, wo ich jetzt durchgehen kann, ist eine unsichtbare Wand. Also, das ist... Also für die Tiere. Ja, also die Tiere können da nicht durchgehen. Wir schon.
Und deswegen eignet sich das ganz gut, weil du dann einfach ein oder zwei Ställe reinstellst und die Tiere kannst du rauslaufen lassen und die bleiben in diesem eingezäunten Gebiet und laufen dir nicht auf der ganzen Farm. Und das ist ganz gut. Deswegen werde ich hier jetzt ein bisschen Holz hacken, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und ja, da dann einfach demnächst mal einen Stall bauen können. Aber irgendjemand hatte heute doch auch Geburtstag. Wer war denn heute dran? Kalender. Heute ist die Emily. Und die Emily, die mag Amethyst, Aquamarin, Stoff, Smaragd, Jade, Rubin. Also es liebt sie alles. Tupa. Ja, was haben wir denn viel? Amethyst? Weißt du, musst du gucken. Weil die ist dann, also ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber die ist ja Kellnerin in der Bar und ich nehme mal an, die ist am Abend in der Bar. Und da können wir ihr ja einfach mal was bringen. Das sind ja freundliche Nachbarn. Der Andreas ist eh so gerne in der Mine. Ich glaube wirklich, dass wir... Also wenn du den Stall bauen willst, kannst du ihn bauen, ne? Nee, ich weiß nicht, ob ich nicht lieber noch ein Silo baue vorher. Das kannst du ja direkt danach bauen. Das eine Silo ist ja schon mal voll. Ja. Oh. Das sind zwei Pilze. Ja, weißt du was, dann... Oh, da ist noch was zum Sammeln. Dann machen wir mal die Ecke da oben. Ich habe gerade einen großen Magnet drin gefunden. Mann. Karma ist ein Bitch. Karma gibt es nicht. Was hast du eigentlich für ein Sternzeichen? Ölfisch. Ich bin letztens drauf gekommen, dass ich dein Sternzeichen nicht kenne. Nikolaus. Nee, was hast du für ein Sternzeichen? 12. Oh, ich habe aber noch einen großen Leuchtturm. Ah, super. Gefunden. Andreas. Ja. Ich kann hier den Stall nicht bauen heute. Warum? Weil ich keine Spitzhacke habe. Ja, dann hol doch einfach. Bau eine Kirschbombe, wenn du es schon kannst. Oh. Und spreng's weg. Ich habe einmal zu viel geschlagen. Nee, du kannst jetzt heute eh nicht mal. Jetzt hat's zu. Ja. Aber ich kann hier noch weiter ein bisschen vorbereiten. Wobei ich jetzt halt erschöpft bin. Es kommt halt darauf an, welcher Stein es ist. Es kann auch sein, dass es so ein normaler Stein ist, den wir gar nicht. Achso, ein kleiner. Also, dann legen wir mal Quarz nach. Okay, jetzt gibt's Action. Wieso? 1000 Fledermäuse. Okay, und hiermit schalten wir um zu Andreas Peter. Ich hoffe, du enttäuschst deine Zuschauer nicht. Und das sollte ich jetzt gar nicht unter Druck setzen. So, ich habe hier den Pilz gefunden. Kommt der da irgendwo vor? Hier nicht. Nutzpflanze. Du kannst auch mal in der Höhle nachgucken. Der Dimimiotidros. Der war schon da? Der war da und hatte gefragt. Und ich habe natürlich wieder Pilze genommen, weil die Fledermäuse ja komplett nutzlos waren. Also nicht komplett, aber ziemlich nutzlos, weil sobald man Bäume baut. Zum Thema Bäume, wenn wir übrigens tatsächlich wollen, dass wir, hier ist das Wort nochmal, hier so Obst im Sommer haben, müssten wir das morgen spätestens pflanzen, dass wir wenigstens noch, glaube ich, einen Tag Obst haben oder so. Ich weiß nicht, die Sommerbäume sind, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ja gut, dann pflanzen wir es einfach und dann stehen die da und alles ist okay. Im dümmsten Fall haben wir dann halt, naja, wobei ich glaube, dann kriegen wir vielleicht wirklich nur eine Obst, eins Obst. Nee, ich würde sagen, wir... Wir tun Mitte Sommer Herbstbäume pflanzen, oder? Ja. Ich habe keine Kohle. Wo sind die hin? Ah, hier habe ich sie rein. So. Wir brauchen, ich habe ein bisschen geguckt, das brauchen wir fürs Bundle. Dann brauche ich einen davon. Für Geburtstag auf jeden Fall.
Aquamarin. Gefrorene Geode müssen wir auch eine aufheben. Nein, Hasenpfote. Ein Aquamarin. Eine gefrorene Geode. Und ich gehe schon mal. Ja, ich bringe das jetzt einfach mal rüber und. Was ist passiert? Ist es tot? Okay, bei Andreas geht's gerade rund, scheinbar. Und überlebt? Du drückst nicht. Andi! Du forderst ja immer heraus, ernsthaft jetzt. Ja, aber du musst halt drücken. Sonst hört man ja nicht, was so abgeht. Ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat sich gefreut. Hallo, hallo, hallo. Ganz viele nette Leute, die mir den Geburtstag feiern. Cool. Eine Brille. Und das war jetzt eben Magnetring in Aktion. Ich bin weitergelaufen und der Magnetring hat einfach alles angesaugt. Und ich konnte trotzdem weiterlaufen und musste mich umdrehen. Deswegen ist das toll. Und einer meiner Lieblingsringe. Oh, ich glaube, ich bin im falschen Ding. Ja, das ist der falsche Raum. Ich muss da runter. Glaube ich. Sammeln Winter? Sammeln Exoten? Warte, sammeln Exoten. Da habe ich einen Pilz. Ah ja, und da brauche ich Ahorn, Sirup und Eichenharz eventuell noch. Konstruktion. Ah, vom Winter haben wir noch gar nichts. Die zwei Sachen haben wir auch drüben. Die kann ich dann auch mitnehmen. Wo ist dann? Wahrscheinlich auf dem Brett da drüben waren die Färbemittel. Hier. Ja, Färbemittel. Einmal und zweimal. Und hier müssen wir... Ja? Hast du noch einen zweiten Dings für die Emily dabei, dass ich dir was geben kann? Nee, ich, hast du einen? Nee, oder? Ich habe Smaragd, Rubin und Amethyst. Warte. Amethyst geht. Und Smaragd auch. Und Rubin auch. Ja, welche Smaragd und Rubin kriegt man erst ab Stufe 80? Da habe ich jetzt zwei Stück jeweils gefunden. Die hat noch eine Amethyst geht gesehen. Auch. Also es liebt sie alles. Nee. Ist das gehört? Hat jemand geredet? Andi. Was? Du hast geredet. Nein. So, dann werden wir nochmal Quarz nachlegen, dann haben wir nämlich unser Soll erfüllt. Genau, und dann räumen wir da mal ein bisschen ein. Dann, da läuft die Lea und ich habe das muss zu Günther, das muss da rein, das muss dann nach oben. Das Schwammerl nehmen wir auf. Ah ja, und du hast gesagt, die Höhle. Wo war denn die? Oben rechts. Ah, da. Da ist irgendwo. Da ist die Pilzhöhle. So. Und da hat der Leuchtring wieder. Hier liegt ein Leuchtring jetzt auch noch drin für dich. Okay, danke. Leg alles rein, was zu Gunther gehört. Bitte. Die Geoden aber eigentlich auch, oder? Das macht da unten gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Lass die einfach oben, hast recht. So, ich gehe schon mal ins Bett. Ich hole nachher halt von unten die Sachen, die noch unten sind. Hallo, Flauschi. Und ab ins Bettchen. Und was haben wir heute eingenommen? Ich habe, glaube ich, gar nichts reingeworfen. Oder nur ganz wenig? Ganz wenig. 907 Simol... Gold. Gold? Und es ist der letzte Frühlingstag offiziell. Das heißt, wir haben... bald Sommer. Mann, das war jetzt so logisch. Deine Kupferspitzhacke ist bereit. Manchmal weiß ich halt echt nicht mehr, was ich noch sage. Königin der Soßen.
Omelette. Das ist so ein einfaches Gericht, wird aber oft falsch zubereitet. Ein perfektes Omelette ist eine Schönheit. Es ist ein purer, goldener Engel aus schimmernden Eiern. Und ich zeige dir meine geheime Technik. Ja, und die verratet sie uns aber nicht. So eine Bitch. Ach so, Wetter. Ich habe Salat gelernt. Wie, du hast Salat gelernt? Ja, die Emeli. Emeli? Die Emeli hat mir das geschenkt. Warum schickt sie mir nichts, diese Bitch? Ich war die Erste. Ich war die Erste, die ihr was geschenkt hat. Dafür ernte ich jetzt alles. Warum mag sie dich trotzdem nicht? Du hast dir wahrscheinlich vorher schon was in den... Ja. Nicht schimpfen. So. Jetzt erreiche ich auch Level 6. Das ist sehr gut. Und immer noch nicht, warte. Ah ja, jetzt bin ich Level 6. Und die verkaufen einfach mal komplett. Ich habe übrigens einen roten Pilz gefunden, falls der irgendwie... Den brauchen wir. Ist. Der ist wichtig. Das will ich mitnehmen, das will ich auch mitnehmen. Genau. Und da brauchen wir jetzt nichts. Da müssten noch die Geoden sein. Genau. Haben wir noch irgendwo eine Geode? Warum ist Holz eigentlich beim Werkzeug? Ich blick da langsam überhaupt nicht mehr durch, was du da Weil machst. Oben einfach alle Werkstoffe bisher noch sind. Als, ja. Muss man da eigentlich... Oh, wieder falsch. Muss man da nicht auch noch irgendwas mitnehmen? Die müssten da oben sein, diese Harz-Dinger. Nee, wo sind meine Harz-Dinger? Rechts. Deswegen wundert es mich ja. Oh, da? Welches Harz überhaupt? Ah, okay, da oben habe ich einfach noch nichts aufgeräumt. Eichenharz und das kommt rüber, das kommt rüber, das kommt rüber. Das nehme ich auch nochmal mit. Das kommt rüber, das kommt rüber. Das ist ein Fisch. Das kommt rüber. Das ist ein Fisch, das ist auch fischig. Das ist Müll. Oh, jetzt ist mein Inventar voll. das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Wo muss ich jetzt noch einen Stein wegmachen? Ich bin komplett verwirrt. Im Bereich, wo der Hühnerstall hinkommt. Also unten gleich links. Hier oder was? Oder da oben? Das sind jetzt zwei Bereiche, oder? Nee, hier doch. Unter dir. Aber da oben ist ja... Nee, da oben ist kein Bereich. Das Nein, unter dir direkt. Ganz oben links willst du dann wieder hinmachen, denke ich mal, ne? Dann gehe ich über oben und erst... Hallo, Flauschi. Du stehst mir schon wieder im Weg, danke. Ja. Sag, wenn du soweit bist. Ich bin schon... Ich habe Holz und Stein eingepackt und bin auf dem Weg hin. So, ich habe alles Gras und so weiter jetzt entfernt, wo er normalerweise hinpassen sollte. Dankeschön. Ups. Hallo Robin! Ich möchte ein Hofgebäude errichten und zwar einen Hühnerstall. Wieso kostet das nur noch 300 Holz? In Wiki stand 400. Vielleicht hast du auch noch einen falschen Stall geguckt. Ja, kann. Oder sie haben es geändert und das ist im Wiki noch alt? Das kann auch sein. So, ja, sie beginnt auf jeden Fall mit dem Hofgebäude Hühnerstall. Und jetzt gehe ich zu dem Schmied. Und dann gehe ich zu Gunther. Piep, piep, piep. Hat heute wer Geburtstag? Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist ein Ausrufezeichen. Der Zauberer wünscht sich einen violetten Pilz. Ja, da kann er länger suchen. Nee, heute hat keiner Geburtstag. Wann hat denn der nächste? Weiß ich nicht. Wir sehen nur den Frühling. Ich glaube, ich kann ja nicht umblättern, oder? Achso, ne, stimmt. Das glaube ich geht nicht. So. Irgendwie ist ja schön, dass die Welt so groß ist, aber manchmal sind die Laufwege halt schon sehr lange. Hallo, Gunther. Nee, du bist nicht der Gunther. Gas.
Günni! Nee, wie heißt der Gas, oder? Gus. Geode aufbrechen. Und die. Und die. Und die rote Geode. Und tschüss. Danke fürs Aufbrechen. Und dann gehen wir nach unten. Und durchsuchen natürlich vorher nochmal den Müll. Also ich habe heute nichts aus 5 Mülltonnen gekriegt. Muss ich ihm spenden. Orange, das kommt hier hin. Grün kommt hier hin. Belohnung! Noch eine Belohnung! Ach, rot müsste eigentlich hier irgendwo hin. Machen wir am besten hier hin. So. Belohnung abholen. Ein Bild und dieser Diamant, den du am Boden stehlst. Also nix. Jupp. Und jetzt gehe ich noch ins Gemeindezentrum. Wo sind denn jetzt die Steine? Ja, also, bei mir. Wie viel? Hast du alle Steine mitgenommen? Ja, weil ich dachte, ich brauche 200. Und es war nur ein bisschen über 200. Das kann doch nicht sein, dass du einfach immer alles einsteckst. Doch. Nein! Hör mir den Stein jetzt. Ja, ich bin gleich da. Wofür brauchst du die Steine? Für Steinität. Siehst du, brauchst sie gar nicht. Doch, ich will nur einen Schmelzofen bauen. Ja, das mache ich gleich. Okay, gleich ist rum. Nein, gleich ist noch nicht rum. Doch, gleich ist rum. Du bist anstrengend. So. Jetzt müssen wir da hoch. Glaube ich. Nutzpflanzen? Nein. Handwerker? Nein. Tier? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Nutzpflanzen Herbst? Nein, das ist wieder das Falsche. Ich will nach unten, glaube ich. Hierhin will ich. Sammeln Winter. Hier und hier. Und haben wir dann noch was? Sammeln Exoten. Da können wir noch das hin. Das war's. Kein Wandel fertig, leider. Tut mir leid. Du könntest unten nochmal nach den Frühlingszwiebeln gucken, das wird letzter Tag. Ich dachte, du brauchst die Steine. Ja, die auch. Ja, soll ich jetzt zu den Frühlingszwiebeln? Nee, jetzt kannst du auch runter. Jetzt okay. Ist eh wurscht. Dann gehen wir mal zu den Frühlingszwiebeln und verabschieden uns von den Frühlingszwiebeln. So. Nein, er hat mich gesehen. Igitt, was machst du da? Ich stöbere in deinem Müll. Warum hat eigentlich Lea keine Mülltonne? Vielleicht hat sie eine Wurmbox. Oh, Andi. Würmer fressen aber auch keine alte Zeitungen oder keine Brillengestelle oder so. Dafür hat sie den Recyclinghof. Also. Okay, also wir haben festgestellt, Lea hat Würmer und fährt jeden regelmäßig zum Recycling. Haben wir auch was gelernt. Andi, du verbringst zu viel Zeit am Recyclinghof. Aber morgen kaufen wir noch nicht die Bäume für den Herbst, oder? Sondern erst in der Mitte. Irgendwo in der Mitte, ja. Muss man nachher noch nachgucken, wie lang die wachsen, damit wir wissen, an welchem Tag so der Stichtag ist. Ich glaube, mir ist gerade was aufgefallen. Habe ich schon? Nee, habe ich nicht. So, damit ich auch leuchte. Trage ich den die ganze Zeit im Inventar mit mir herum. Da hilft halt überhaupt nichts. Da bringt da nichts. Und hier haben wir noch Holz. Ach, und ich muss auch irgendwann zum Willi. Ich glaube, der hat ja eine neue Angel für mich. Aber gut, ich habe eh keinen Bock zu angeln, bis dieser Mod nicht geändert wurde. Bist du gerade bei einer Katze? Was? Ich habe gerade Miauen gehört.
Na, die liegt ja kaum auf dem Boden. Ah. Keine Ahnung. Okay. Aber im Spiel auf jeden Fall. Ja, ja. Bei dem Baum kriegen wir noch. Den Baum schon kriegen, lassen wir halt jetzt erstmal stehen. Wir sind schon wieder bei der Hälfte. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wir gehen jetzt erstmal heimwärts und räumen unsere Taschen aus. Da ist die Lea. Mag die Frühlingszwiebel? Also normal mag die sowas, aber ob die jetzt Frühlingszwiebel wirklich... Das ist eine wirklich... Ah, das ist ein wirklich nettes Geschenk. Ja, mag sie. Könnte wirklich sein, dass sie eine Wurmbox hat. Also es würde vom Charakter her zu ihr passen. Ah, du hast schon die ersten Sprenkler aufgebaut. Sind das gleich die guten? Ja, ja. Also die zumindest, die auch mal aber so viel in gut kriegen, weiß ich nicht. So, zuerst. Hallo, Flauschi. Ach man, ich muss ein leeres Feld haben, sonst kann ich sie nicht streichen. Das noch. Und dann hängen wir mal schnell, stellen mal schnell die Sachen hin. Hier dazu und das Bild hängen wir hier hin. Und dann können wir... Hast du da Marmelade rausgenommen? Nö. Das war ich. Ach, ich habe sie heute schon gestreichelt, deswegen kann ich sie nicht streicheln. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Den heben wir auf. Das heben wir auch erstmal auf. Also hier, da ist noch Müll. Was haben wir hier denn noch so drin? Das kommt woanders hin. Und... Ach, das hätte ich mitnehmen können. Wenn ich zu Gunther gehe. Na egal, das mache ich dann das nächste Mal. Grüni! Und... das heißt, das gebe ich da noch dazu. Das Essenszeug. Ja, wir haben... Wobei doch, die Sammelsachen kommen ja da dazu. Das ist ein Fisch. Das ist noch ein Steinchen. Brauchst du noch Hilfe? Ich hab hier nur ein bisschen Ruhe mehr. Manchmal ja, aber eigentlich... Okay. Ihr müsst das jetzt normalerweise eigentlich nicht machen, weil das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Gut, ich muss aufhören. Ups. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, weil diese vorgefertigten Felder beim Jahreszeitenwechsel auch verschwinden. Teilweise, ja, teilweise. Deswegen lohnt es sich auch nicht, dass man düngt, weil der Dünger verschwindet 1000%ig, soweit ich weiß. Nee, also sehr, 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 sehr viel verschwindet auf jeden Fall. Und genau, also so ist das auf jeden Fall in dem Spiel. Oh, endlich. Aber wir müssen jetzt ins Bettchen gehen, sehe ich. Und demnach verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Und wir verabschieden uns auch vom Frühling. Ups, jetzt habe ich Nein gedrückt. Ich will aber ja drücken. Hier. Wir verabschieden uns auch vom Frühling. In der nächsten Folge seht ihr dann die nächste Jahreszeit. Es ändert sich quasi auch von der Optik her überall alles. Auf der ganzen Welt ist dann eben Sommer und die Bäume sehen anders aus und so weiter. Es gibt andere Sammelpflanzen. Es gibt andere Pflanzen zum Anpflanzen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon total, dass wir endlich den Frühling hinter uns lassen können und endlich uns weiterentwickeln können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Du meinst es wohl.